Hallo, mein Name ist Kerstin und ich komme aus Deutschland. Ich bin 49 Jahre alt und bei mir wurde im September 2022 Refsum diagnostiziert. Meine ersten Symptome von Refsum hatte ich seit meiner Geburt, denn ich hatte den fetten, verkürzten Zeh. Mit 25 Jahren kam dann die Augenerkrankung Retina pigmentosa dazu. Anfang 30 hat es begonnen mit der Schwerhörigkeit. Mit 42 Jahren hatte ich einen neurologischen Schub, der damals falsch als Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde. Mit 49 Jahren, also heute, wurde von einer Ärztin in einer Universitätsklinik auf mein Drängen Refsum diagnostiziert. Es war schwierig, in Deutschland eine Diagnose von Refsum zu bekommen. Die Fachärzte meiner einzelnen Problemfelder haben immer nur ihr eigenes Themenfeld gesehen. Der Augenarzt Retina pigmentosa, der Ohrenarzt die Schwerhörigkeit, der neurologische Arzt seine neurologischen Probleme, aber keiner hat versucht, einen Zusammenhang der Krankheit herzustellen. Die genetischen Tests, die der größte Vorteil zum Erkennen von Refsum sind, hat meine regionale Augenärztin nicht für notwendig erachtet. Sie sieht das nicht als ihre Aufgabe, solche Tests auf die Wege zu bringen, obwohl wir alle wissen, dass Retina pigmentosa nach Refsum auch noch andere Folgeerkrankungen hat. Die größten Herausforderungen im Leben mit Refsum sind der Umgang mit der Ernährung. Es ist total schwierig, im Alltag die richtigen Lebensmittel zu finden. Die Beschreibungen auf den Packungen sind sehr klein und auch schlecht zu lesen, wenn man bedenkt, dass wir eine Augenerkrankung haben. Auch der Umgang mit der Diagnose bei Ärzten ist mal eher auf sich alleine gestellt als eine Gesamtbetrachtung oder ein Begleiten der Krankheit von den Ärzten zu bekommen, da sie einfach keine guten Lösungen für diese Thematik haben. Mit der Diagnose Refsum hilft mir in erster Linie der Ernährungsplan der DARE Foundation. Als zweites habe ich für mich erkannt, dass ich eigene Lösungen finden muss, um mit der Diagnose umzugehen. Ich für mich habe das in verschiedenen Therapien. Ich mache einmal die Woche Physiotherapie, um den Spannungsschmerz in den Waden zu reduzieren. Ich mache zweimal die Woche Krankengymnastik am Gerät, um etwas Kraft aufzubauen und auch Stabilität. Ich mache auch zweimal die Woche Ergotherapie, um die Beweglichkeit meines Fußhebers und des Sprunggelenks zu mobilisieren. Und ergänzend hierzu mache ich noch einmal monatlich die Therapie Osteopathie und in Intervallen werde ich eine Akupunktur zur Schmerzlinderung und zur Mobilisierung des Nervensystems unterstützend mitmachen. Für mich ist es wichtig, das Gefühl zu haben, etwas zu tun. Das ist das Entscheidende und nicht darauf zu warten, was kommen könnte. Die Global Dare Foundation bewirkt durch ihre Ideen und auch Forschungen in dem Thema von Refsum, dass es von uns perspektivisch Lösungen gibt, die Lebensmittel noch weiter ausgebaut werden können und das Entscheidende, die Plattform zum Austausch untereinander.